Warum bin ich so schreckhaft? Kann mir das einer sagen? Okay. Mach doch, was du willst damit, aber lass mich in Ruhe damit. Oh. Oh. Ups. Ja, das wusste ich nicht. Bloß in Ruhe hier damit. $1. Ja, super. Ja, Telefon wird hier nicht funktionieren, das kann ich hier schon sagen. Zeitungsstand, das ist sehr schön. Gut, zum letzten Mal, ich warne dich. Total verspeist. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Kann ich dir jetzt so nicht genau sagen. Ich hasse diese Tür, dass die hier zu ist und Blut rauskommt. Mach endlich auf! Nee, nee. Halten. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Ich hab's halt noch gesagt. Was willst du denn? Du bist noch nicht mal hier. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Warum denn? Mach endlich auf! Was macht die denn da? Was ist denn hier eigentlich los? Sind hier alle völlig durchgedreht. Wer ruft hier eigentlich die ganze Zeit? Toll. Ich will mich ja nur am Beschweren. Alles Drogenjunkies. Mehr sind das nicht. What the fuck? Oh. Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Elend und er beschützt sie dafür. Was ist jetzt wieder Adam? Kann mir das mal einer sagen? Gut, der ist defekt. Danke für den Loot. Nicht viel, aber gut. Muss reichen. Drücke P, um das Spiel zu speichern. Das wäre eine sehr gute Idee. Machen wir gleich mal hier drauf. Also sehr viele Fragen habe ich halt noch. Das kriegen wir aber noch hin. Sehr gut. Was eine. Achso, ja, gut, ja. Ja, das ist ja ein Kommentar. Das braucht ja keiner. Braucht jetzt keinen Kommentar vom Entwickler. Das kann man uns am Ende mal alles anschauen. Schauen. Ja. Sauber.
Was denn? Bist du bescheuert, oder was? Jetzt verdammt ihn aus. Danke für den Besuch. Kann ich das nicht irgendwie aufheben? Oder habe ich... Ich habe nicht mehr Munition? Mehr passt hier nicht rein? Gut. Kann ich jetzt? Nö. Merkwürdig. Na gut. Den hätte ich eigentlich auch so erschlagen können, da hätte ich jetzt die Waffe nicht unbedingt gebraucht. Wenn du einen Splicer am Wasser siehst, verpasst ihm eins mit dem Elektrobolt. Oh. So ist das also. Na gut. Den kann man nicht looten, den Big Daddy oder was ich da sein soll. Na gut. Okay. Wo bin ich denn jetzt wieder auf den Toiletten? Ach Gott. Hat man ja keine Tür oder sowas? Ist das echt so abge... Ist das... Also... Weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt hier so sitze... Also... Jetzt stell dir mal vor, ich muss auf Toilette. Ich muss mich dann hier hinsetzen. So. Und jetzt kommt der Nächste. Und setzt sich dann dahin. Also, er sieht doch... Also, versteht ihr, was ich meine? Ist ja keine Tür? Nö. Ist ja widerlich. Ja, das ist ja... Ist ja okay, aber ja vielleicht eine Tür gewesen. Vielleicht oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber... Sorry, aber wenn ich halt hier sitze, kann ich den Nachbarn drüber schauen. Na, Mensch, Klaus. Alles klar bei dir. Druckt's auch schön. Na, ich weiß ja auch nicht. Also, nee. Nee, wirklich nicht. Alles aber... Nein. Nein, wirklich nicht. Wirklich. Ich wollte schon sagen, hier ist das Frauentoilette. Also dann wäre ich aber komplett jetzt. Oh Scheiße, wieder so viele Sachen. Ja, aber wirklich. Verdammte Scheiße. Oh. Sicherheitsalarm ausgelöst. Und ist sie halt auch noch da? Warum? Ich habe doch nichts gemacht. Ruhe damit. Na klar. Das haben wir ja gelernt. Was? Wie? Hä? Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Was habe ich denn jetzt gedrückt? Was? Hallo? So, da sind wir wieder. Ja, ich musste den ganzen Weg jetzt erstmal wieder hier hinlaufen. So Speedrun-mäßig. Denn das Spiel ist abgestürzt. Ist abgeschmiert. Ist finito gewesen. Oh, egal, gut, passiert. Sollte zwar nicht passieren, aber hey. Spielladen ging nicht. Die Datei konnte nicht gefunden werden. Weder das Auto-Safe-Game noch das Safe-Game, was ich da oben gemacht habe. Also, wir speichern, wie gesagt, hier nochmal. In der Hoffnung, dass ich dann nicht nochmal rennen muss. Oder generell nochmal den ganzen Weg hier laufen muss. Ich weiß nicht, ob das etwas mit der Remastered-Edition zu tun hat. Wenn ja, schwierig. Mal gucken. Wir werden es ja gleich erleben. Sicherheitsalarm. Gut, ja, weiß ich. Soweit weiß ich's. Dann kommen die. Dann brutzel ich nochmal alle. Ja, ja. Genau. So, du kannst rein. Los, rein.
Okay, keine Probleme. Bisher. Oder bis jetzt. Sehr gut. Das war ich nicht. Na, kommt halt nochmal runter. Ja, kommt her. Ja, ja, alle her. Immer her. Ja, jetzt nicht hetzen. Also, ne? Genug Speedrun gerade eben gehabt. Ich weiß nicht, also ich bin hier jetzt komplett wirklich durchgerannt. Weil ich ja so ein bisschen wusste, wo es lang geht. Deswegen. Kann man Splice auch irgendwie so nehmen? Also gibt es da irgendwie eine Taste? Ich muss mal ganz kurz. Ich bin ja gerade noch vorsichtig, um irgendwas zu drücken. Ich speichere gleich wieder. Bin ein bisschen paranoid gerade geworden. Aber kann man automatisch zielen? Das hätte ich vielleicht auch deaktivieren müssen. Na gut. Ja. Kann man irgendwo. Equipment. Zoom. Zoom ist Z. Wir reagieren mal nicht drauf. Warum ist Zoom Z? Schnellspeichern, Ausbeutel, Rest. Was? Was wollen die von mir? Genau, benutzen? Verbandskasten? Das Splice nutzt er immer selber. Na gut, das werden wir jetzt vielleicht irgendwie gleich sehen. Ich drück mal F. Ah ja. Okay. Also, Z ist irgendwann mal. Ist aber nicht mit der Pistole, oder? Ihr wollt mich verarschen. Auf Z. Ist irgendwas auf Q? Entschuldigung, wenn ich das jetzt gerade hier in der Aufnahme machen muss. Aber. Nächste Munition. Maus Mitte. Ja, das ist ja scheißegal. Warte mal, dann machen wir das mal so. Kann man. Wo haben wir denn? Genau. Das machen wir mal auf Q. Okay, das ist weg. Und Zoom machen wir stattdessen da drauf. Ja, also ich darf wohl bitten. Also, was ist denn das? Ja, genau. Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder das Vidanje. Was immer dir lieber ist. Wie wär's, wenn du mich rauslässt? Ich bin ja einfach abgestürzt, du Idiot. Kannst du vielleicht mal ein bisschen schneller hacken oder so? Ja, aber wirklich. Ich bin weg. Achso. Huh. Eieiei. Er hat wohl einen Arsch offen. Wirklich. Zieh den mal auf den Kopf. Ja, hätte ich gerne gemacht, wenn es nicht auf Z gewesen wäre. Z? Klar, Z für zielen. Ja, aber nein. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Geht gleich los. Speichern. Ich werde hier sehr viel speichern. Und wehe, der Safe Game schmiert den wieder ab. Rass hier aber aus. Es gibt eine Map. Ach. So. Ja, die hilft mir erstmal nicht. Ich schätze, das kann mir eines Tages noch. Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Hacken. Untersuchen.
hacken. Finde Rohre, nimm die verborgene bla bla bla. Rohre tauschen. Ach du Scheiße. Was willst du von mir? Oh, das fängt ja schon an. Was? Da komme ich doch niemals hin. Was? Ach so. Ah. Ich muss also die Dali erst suchen. Ja, das war ja. Nee. Warte, so. Gut, soll mir recht sein. Das klingt wie so eine fette Hummel oder irgendwie sowas. Was ist denn das? Schießt du auch mal? Machst du was? Bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Ich weiß es selbst nicht. Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Ich gehe jetzt nicht darauf ein. Ich werde jetzt alles tun, aber nicht darauf eingehen. Ob wir kaufen? Was gibt's denn hier zu kaufen? Willkommen im Zirkus der Werte. Ach, Scheiße. ich will das so hinhaben. Ich brauche ein langes. Ja. Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut. Stress. Ja, hallo, dahin. Ach, das ist noch nicht offen. Klar, so rum und so hin. Okay, Stress. Gut, brauche ich nicht alles, aber... zu wissen. Alles klar. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Aber bin ich bescheuert oder hat er sich gerade bewegt? Die Scheiße machen wir hier schon mal gar nicht. Haben wir uns verstanden? Also hier komme ich noch gar nicht rein, weil... geschlossen. Das hat mir ja mal gesehen. Gut, dann... da hat uns nichts anderes übrig. Ihr bleibt liegen. Dann heißt das also, weil hier ist auch das alles. Steht das hier irgendwo? Medical? Nee, na gut. Gut, dann gehe ich halt hier oben dran. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird.
so ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Die habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ich sehe... Hallo, geh doch mal rüber. Oh mein Gott. Ach, okay, da kann man auch die Munition. Ich weiß aber nicht, was die Fähige da unten sind. Also das ist vielleicht... Naja, wie gesagt, vielleicht von dieser Remaster-Version. Ist ja meistens immer so, dass da ein paar Fehler gibt. Warum auch immer. Aber... Yes. Aber die... sind Notfall. Definitiv Notfall. Ihr seid ja wohl bescheuert, oder was? Aiming ist aber auch echt da. Oi! Was für eine Rolle? Was ist hier los? Hier ist ein halber Weltkrieg. Aua, aua, aua! Was, wie, wo? Stress! Das schießt mir in den Rücken! Ja, herzlichen Glückwunsch! Das bringt mir ja wirklich viel was. Oh, scheiße, das wollte ich nicht. Oh, lass mich doch alle in Ruhe, ganz ehrlich. Seid ihr denn des Wahnsinns? Habt ihr sie noch alle? Gut, ich hätte viel Damage spielen können, aber... Das schießt mir halt echt in den Rücken. Leckt mich am Arsch. Halt. Behalten wir vielleicht mal noch ein bisschen. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute ab? Was für ein Spiel? Habe ich jetzt keine Zeit dafür. Stone-Kugeln. Was? Kosten die 20? Tatsache. Ich habe gehört, dass die Riot Spiel das spielen. Auf keinen Fall, Jim. Das ist zu gefährlich. Hast du nicht gehört? Atlas Banditen sind überall. Augenblick mal, ja? Denk an die Worte von Andrew Ryan. Wenn du bleibst, gewinnen die Banditen. Ich traue ja keiner leise. Nicht in 100 Jahren. Damit das mal klar ist. Es ist wie so eine Fliege, die irgendwie so die ganze Zeit gegen der Fensterscheibe klatscht oder irgendwie so was. Ist ja nervig.